Heute spreche ich über die Dinge bzw. die Fehler, die du morgens tunlichst vermeiden solltest. In meinem Leben gab es in der letzten Zeit wirklich viele Veränderungen und was ist passiert? Ich war nicht mehr in meinen gewohnten Routinen drin und was ist dann passiert? Dann wurde es irgendwie so ein bisschen chaotisch. Und als ich die letzten Wochen so ein bisschen Revue passieren lassen habe, ist mir aufgefallen, dass gerade die Fehler am Morgen, also die Fehler direkt nach dem Aufstehen, ausschlaggebend dafür waren, ob mein Tag gut oder eher nicht so gut gelaufen ist. Heute spreche ich über die Fehler, die wahrscheinlich schon jeder von uns irgendwann mal gemacht hat, aber die man tunlichst vermeiden sollte, wenn man einen maximal erfolgreichen Tag haben möchte. Starten wir mit dem ersten Fehler. Den hat jeder von uns schon gemacht. Auch du, bin ich zu 100% sicher. Und zwar den Snooze-Button gedrückt. Ja, Leute, ich weiß, es ist so schön angenehm, wenn man morgens dann noch liegt im Bett. Und dann drückt man einfach auf diesen Button und kling, liegt man noch 10 Minuten länger. Und was passiert dann? Man drückt nochmal drauf und schläft nochmal 10 Minuten länger. Man möchte im Prinzip gar nicht aus diesem kuscheligen, warmen Bett aufstehen. Aber wenn du den Snooze-Button drückst, dann sendest du ein falsches Signal an dein Gehirn. Und zwar fühlst du dich am Ende des Tages einfach nur noch müder und schlapper. Heißt, versuch einfach morgens direkt aufzustehen, nicht den Snooze-Button zu drücken und in den Quark zu kommen. Und ja, Leute, ich weiß, so eine Angewohnheit abzulegen, gerade die mit dem Snooze-Button, das ist gar nicht so einfach. Und wenn dir das auch schwerfällt, diese Angewohnheit abzulegen, dann habe ich jetzt einen Pro-Tipp für dich. Wenn du abends ins Bett gehst, dann stellst du deinen Wecker auf deinem Handy und dann legst du anschließend dein Handy in den Kleiderschrank. Wenn dann morgens dein Handy klingelt, dann musst du auf jeden Fall aus dem Bett aufstehen, zum Kleiderschrank gehen und dann dein Handy ausstellen, also deinen Wecker ausstellen und dann bist du eh schon wach und dann kannst du auch direkt wach bleiben. Und den nächsten Fehler, den wirst du auch zu 100% schon mal morgens gemacht haben und in Kombination mit dem Snooze-Button ist dieser Fehler wohl der größte Fehler der heutigen Zeit. Ja, Leute, die Rede ist von Social Media am Morgen. Das bringt tatsächlich Kummer und Sorgen. Denn wenn du morgens erstmal Social Media konsumierst, ja, es sei denn, es sind meine Videos, die das natürlich immer konsumieren. Wenn du morgens Social Media konsumierst, gerade auf Instagram bist und direkt durch Instagram rumscrollst, dann ist es halt nun mal so, dann vergleichst du dich halt direkt mit anderen. Und das löst bei den meisten Leuten kein gutes Gefühl aus, sondern eher ein schlechtes Gefühl. Und es kann tatsächlich auch zu Depressionen führen. Also lass Social Media morgens weg. Denn, wie eben schon gesagt, mit Social Media am Morgen bekommt man möglicherweise Kummer und Sorgen. Und das will man nicht. Und da sind wir auch schon bei Fehler Nummer 3, den du morgens tunlichst vermeiden solltest, wenn du einen maximal produktiven Tag haben möchtest, und zwar reagieren statt agieren. Was meine ich damit? Die meisten Leute reagieren morgens auf irgendwie was. Zum Beispiel, sie reagieren auf Social Media oder auf Telefonate oder auf WhatsApp-Nachrichten oder auf E-Mails und sind dann nur im Reagieren. Aber wenn du wirklich was geschafft haben möchtest, dann solltest du agieren statt reagieren. Mein Tipp an dieser Stelle, schalte einfach mal dein Handy auf Flugmodus, ja, und arbeite erstmal deine ganzen To-Dos ab, damit du morgens auch ordentlich was geschafft bekommst und nicht im Chaos versinkst. Und da sind wir auch schon beim nächsten Fehler, und zwar den Tag unstrukturiert starten. Das habe ich gerade in der letzten Zeit gemerkt, gerade bei mir, es gab so viele Veränderungen und es stand so viel gleichzeitig an, dass ich irgendwie gar keine Struktur in den Morgen reinbekommen habe und auch keine Struktur in den Tag reinbekommen habe. Aber die Struktur beginnt ja schon eigentlich am Abend vorher. Deshalb mein Tipp, um Struktur in den Morgen und auch in den Tag reinzubekommen, setz dich abends schon mal hin und schreib einfach die To-Dos auf, die du nächsten Morgen erledigen möchtest. Ist zum einen gut für deinen Kopf, ja, dann kannst du schon mal kopfmäßig abschalten, ja, von dem ganzen Tag und du weißt ganz genau nächsten Morgen, was du zu erledigen hast. Ich persönlich mache das grundsätzlich sehr oldschool. Ich habe einen Kalender und schreibe mir tatsächlich meine To-Dos auf, weil ich es schön finde, später auch die To-Do dann wirklich auch wegstreichen zu können. Den Kalender, den ich aktuell nutze, den verlinke ich euch unten einfach mal in der Box. Finde ich sehr hilfreich, wenn du auch Probleme hast, ein bisschen Struktur in den Tag zu bekommen, solltest du dir den einfach mal ansehen. Und auch den nächsten Fehler hat bestimmt jeder von euch da draußen schon mal gemacht. Bitte die Hand heben in den Kommentaren, wer es gemacht hat. Und zwar, ihr habt sicherlich mal euer Haus verlassen und das Bett sah so aus. Komplett ungemacht und ihr seid einfach so aus dem Haus gestiefelt. Das solltet ihr nicht machen. Die erste Aufgabe des Tages heißt, das Bett ordentlich machen. Die solltet ihr auf jeden Fall erfolgreich absolvieren. Denn auch hier sendet ihr unterbewusst ein Signal an euer Gehirn. Wenn ihr die erste Aufgabe des Tages heißt, das Bett vernünftig gemacht habt, ja, dann gebt euch das einfach ein gutes Gefühl
Gefühl für den Start in den Tag. Sechster Fehler. Viele Leute stehen morgens erstmal auf, machen sich ganz entspannt und relaxed einen Kaffee und genießen ihren Kaffee und vergessen dabei die eigentliche Flüssigkeitsaufnahme. Heißt, sie vergessen es, Wasser zu trinken. Du darfst auf keinen Fall vergessen, morgens Wasser zu trinken, denn A, ist es natürlich super wichtig für deinen Flüssigkeitshaushalt. Du brauchst Wasser, zum Beispiel für deine Haut und natürlich auch, um einfach gute Energie zu haben am Morgen. Dementsprechend morgens erstmal ein paar Litros tanken, mein Freund. Hast du schon mal dein Frühstück vergessen und morgens gar nichts gefrühstückt? Ja, ich auch. Aber das würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen. Morgens steht dir noch der ganze Tag vor dir und da brauchst du gute Energie und da solltest du dir auf jeden Fall die Zeit nehmen, um ein ausgewogenes und reichhaltiges Frühstück dir zu machen, denn du brauchst über den ganzen Tag verteilt ordentlich Energie. Und wann tankst du die? Am Morgen beim Frühstück. Deshalb nimm dir die Zeit morgens, mach dir dein gesundes, ausgewogenes Frühstück fertig, genieße es und dann kannst du auch perfekt in den Tag starten und hast richtig gute Energie. Und last but not least, Leute, der achte Fehler, den viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, und zwar morgens nicht zu duschen. Absoluter Fehler. Warum? Denn nachts, ja, sammelt sich ja auch zum Beispiel Schweiß auf deiner Haut an und Talg auf deiner Haut an. Und du möchtest ja nicht diesen Schweiß und den Talg tagsüber den ganzen Tag auf deiner Haut haben. Deshalb spring morgens schnell unter die Dusche, dusch dich kurz ab, dass du dir deine Haut und wahrscheinlich auch dein Wohlbefinden sehr gut. Und wenn dir gerade jemand einfällt, der morgens absolut nicht in den Quark kommt und eine absolute Trantüte am Morgen ist, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm oder mit ihr. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr aus meinem Video heute ein bisschen was rausziehen konntet. Wünsche euch auf diesem Wege einen maximal energievollen Morgen und dementsprechend auch einen maximal erfolgreichen und produktiven Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.